Ja, herzlich willkommen zu diesem Gamers Global Testvideo zu Civilization Beyond Earth. Ich bin Jörg Langer und ich werde euch in den nächsten 15 Minuten die wichtigsten Spielfeatures, natürlich Neuerungen, vorstellen. Das hier am Anfang ist allerdings eher mehr Schein als Sein. Ihr wählt euch schlichtweg einige Stadtvorteile aus. Ich habe mich hier jetzt zum Beispiel beim Raumschiff für den Tektonik-Scanner entschieden, dann sehe ich nämlich wichtige Ressourcen schon früh und kann entsprechend planen. Und ich nehme noch eine extra Baumaschine mit, um gleich mal zum Beispiel Bergwerke anlegen zu können. Und der Planet ist im Prinzip auch nur so eine Zufallsauswahl. Ja, und hier wähle ich jetzt mein Stadtfeld aus. Übrigens ist nur eure allererste Stadt sofort eine Stadt, sondern normalerweise, wenn ihr einen Kolonisten aussendet, errichtet ihr erstmal einen Außenposten und der braucht diverse Runden, bis er zu einer Einserstadt wird. Und dadurch könnt ihr nicht so leicht Städte spammen und euch dann blitzartig ausbreiten. Das ist eine sehr gute Neuerung, finde ich. Auf fremden Planeten gibt es natürlich auch fremde Lebensformen, auf die stoßt ihr oder auch auf Überbleibsel anderer Kulturen, und zwar zu Beginn mit dem Erkunder, und wenn der eine Expedition abschließt, kann das sogar heißen, dass ihr eine Alien-Einheit quasi selbst kontrollieren dürft. Ansonsten reagiert der Planet theoretisch auf euch. Praktisch gibt es einfach überall Alien-Nester und diese Miasma-Felder, diese wabernden grünen Teppiche, und die schädigen euch, aber wenn ihr später über gewisse Technologien oder eure Affinität freundlicher gegenüber dem Planeten werdet, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch heilen. Die ganzen anderen Besonderheiten kann ich euch viel besser mit einer anderen Partie und einem weit fortgeschrittenen Spielstand zeigen. Dazu springe ich jetzt gleich. Wenn euch aber diese Partie interessiert, die sich hier anfängt zu entwickeln, dann könnt ihr auch die sehen, und zwar die ersten 100 Runden, allerdings sinnvoll geschnitten. Ihr sollt ja nicht einschlafen dabei, in etwa 45 Minuten. Das gibt es allerdings nur für Abonnenten oder Einmalzahler als zusätzlichen Service, wenn ihr mich live kommentiert bei den ersten 100 Runden erleben möchtet. Jetzt aber zum eigentlichen Testvideo. Keine Angst, wir sind trotz dieser Grafik nicht in Alpha Centauri gelandet. Hier geht es um die Orbitalsicht. Man hat nämlich jetzt Satelliten im Spiel, die allerhand positive und auch für den Gegner negative Auswirkungen haben können. Sehr viel stärker wirkt sich allerdings aufs Spiel die Neuerung der Affinitäten aus. Die Affinitäten sind quasi so eine Symbolisierung eures Spielstils, aber ihr wählt die immer wieder neu über Questereignisse oder über die Technologien, die ihr wählt. Hier oben haben wir sie, und ihr seht, ich bin in der zweiten Affinität sehr stark, in der roten, der Reinheit. Hier noch schnell die Güter. Es gibt längst nicht mehr so viele verschiedene Güter wie in Civilization 5. Die Gesundheit, die quasi Zufriedenheit aus alten Civilizations ist. Geld und so weiter kennen wir schon. Dann gehen wir mal die wichtigsten Funktionen durch. Und eine kommt euch bestimmt bekannt vor, aber auch die abgespeckt. Es gibt vier Werte, die sich sowohl durch die einzelnen Icons sich positiv auswirken für euch, als auch über Synergieboni. Wenn ihr also so eine Spalte habt wie hier, dann kriegt ihr einen speziellen Bonus, hier zum Beispiel 10% Wissenschaft für die zweite Stufe. Und genauso gilt es auch in der horizontalen. Also wenn ihr in einer Zeile so und so viele Errungenschaften habt, kriegt ihr wiederum einen Bonus. Und klar, wer Civilization gespielt hat, kennt das System natürlich in etwas anderer Form. Ja, dann haben wir die Diplomatie, und auch da wirken sich die vorhin erwähnten Affinitäten aus. A, seht ihr immer, wie die anderen aufgestellt sind. B, beeinflusst sie das. Also sie mögen euch mehr, wenn ihr derselben Affinität angehört, und ansonsten seid ihr eben verblendete, fehlgeleitete Irre, die irgendwann bekämpft werden müssen. Und das ist ganz spannend, dass sich das so aus dem Spiel heraus über diese drei Affinitäten entwickelt, und das hat auch Auswirkungen auf die Spielsiege. Dazu komme ich gleich noch. Ja, wer Civilization 5 ab dem ersten Add-on Gods and Kings kennt, der kennt im Prinzip die Geheimoperationen, sind aber doch noch ein bisschen ausgebaut worden. Zum Beispiel, wer im Hauptquartier steht, der arbeitet automatisch an einem Projekt, also ich rede von euren Geheimagenten. Die im Feld stehenden haben doch eine Vielzahl jetzt von möglichen Operationen, bis hin zu einen Belagerungswurm angreifen lassen und solchen speziellen Geschichten. Es geht aber dann auch
auch immer nur, wenn man den entsprechenden Intrigenlevel in der Stadt hat. Und ihr seht hier zum Beispiel, da kann ich relativ wenig erstmal machen. Bei der Forschung hat sich einiges getan. Das Prinzip ist zwar dasselbe, ihr zahlt quasi Wissenschaftspunkte auf Technologien ein, aber ihr seht schon, wir haben jetzt ein Netz, das sich von der Mitte aus ausbreitet, nach außen hin immer teurer wird. Besonders teuer sind in der Regel die großen Punkte, unter die sind dann quasi so Unterpunkte angegliedert, die einzeln erforscht werden können, nicht müssen. Und jeder dieser Punkte, ob groß oder klein, gibt euch dann zwei oder mehr Verbesserungen, Kampfeinheiten, sonstige Sachen. Also da hat sich einiges getan. Ihr habt viel, viel, viel mehr Auswahl und es ist auch viel unterschiedlicher zwischen den Völkern, was wer erforscht. Und ihr seht auch hier die roten, türkisen und gelben Affinitätssymbole. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die vertikale Landwirtschaft erforsche, kriege ich eine weitere Affinitätsstufe der Reinheit. Über die Gebäude und so weiter, die euch die Technologien freischalten, triggert ihr auch Quests. Das heißt, ihr baut zum Beispiel zum ersten Mal ein bestimmtes orbital unterstützendes Gebäude, kriegt dann hier die Quest, zwei Satelliten zu starten. Oder ihr sollt eine bestimmte Geheimdienstoperation durchführen. Und durch diese vielen, vielen Quests, also es gibt einige, gebt ihr euch dauernd kleine Boni auf bestimmte Dinge und individualisiert eure Partei weiter. Ja, und bei den Spielsiegen, da knallen dann wieder die Affinitäten rein. Zunächst mal gibt es natürlich den Herrschaftssieg, am Ende als letzter die eigene Anfangshauptstadt noch zu kontrollieren. Es gibt dann hier nicht aufgeführt auch noch so einen Punktsieg nach 500 Runden. Und es gibt den Kontaktsieg, da geht es um eine eigene Questreihe, die sich mit einer früheren Zivilisation auf diesem Planeten auseinandersetzt. Die drei anderen Siege aber sind affinitätsspezifisch. Das gelobte Land ist zum Beispiel der Sieg der Reinheit, die Transzendenz und die Emanzipation der beiden anderen Affinitäten. Schau mal in das gelobte Land rein. Ihr müsst da eine ganze Serie von durchaus schwierigen Unterzielen, zum Beispiel diesen Laser-Com-Satelliten starten oder einen zumindest, die Nanotechnologie erforschen, eine der teuersten Technologien, und dann das Projekt Exodus-Tor abschließen. Das ist ein Spezialgebäude und durch das ist es nämlich immer noch nicht vorbei, müsst ihr dann 20 menschliche Kolonisten bzw. Kolonistentrupps von der guten alten Erde heranteleportieren und auf eurem neuen Planeten ansiedeln. Und ihr seht hier schon, ich habe das Exodus-Tor gebaut, ich habe auch die ersten menschlichen Kolonisten schon rüber gebeamt, das geht nur einmal pro Runde manuell, jetzt habe ich gerade einen neuen geholt. Und es ist gar nicht so leicht, die anzusiedeln, denn es gelten die üblichen Abstandsregeln für Siedlungen, nämlich mindestens 3 Felder müssen zwischen 2 Städten liegen. Und da die menschlichen Siedlungen außerdem eine Maximalbevölkerung von 6 haben, ist es gar nicht so einfach, in einer fortgeschrittenen Partie genügend Siedlungsraum für die zu finden. Aber noch etwas anderes ist gerade schwierig. Und zwar haben auch 2 meiner Mitbewerber meine Hauptaffinität gewählt und sind dabei, auch dieses Spielziel gelobtes Land zu erfüllen. Und das kann ich nicht zulassen. Ich habe hier auch schon eine Invasion vorbereitet und zeige euch jetzt mal kurz, um wen es sich handelt. Nämlich um die panslawische Fraktion, die hier in braun gezeigt wird, beziehungsweise mit diesen rot-gelben Icons, und um die quasi USA-Tussi, nenne ich sie scherzhaft, die ARG. Letztere ist sehr viel schwächer, sollte mir keine Probleme bereiten, darum greife ich die Russen an. Und wie fängt man so einen Krieg an? Natürlich mit einer Beschießung einer Stadt von Schiff aus. Das hat den Vorteil, dass die Stadt sich gegen diesen Beschuss auch nicht wehren kann. Sie kann allerdings in ihrer Runde dann auch feuern und das gar nicht mal knapp. So, und jetzt werde ich euch so in kurzen Schnitten einfach die Eroberung der ersten Stadt zeigen und dann, was ich weitermache, um meinen gelobtes Landspielsieg zu sichern und den der beiden anderen Fraktionen zu verhindern. Hier ist ein Flugzeugträger mit 2 Geschwadern Predators, auch vor der Küste, und die fliegen jetzt ihre Angriffe, können dabei auch abgeschossen werden, beziehungsweise zumindest Hitpoints abgezogen bekommen. Sie können aber auf dem Flugzeugträger auch wieder heilen. Ja, und das sieht doch alles ganz nett aus, oder? Überhaupt die Animation finde ich sehr gelungen, wenn man mal über den ersten Grafikschock hinweggekommen ist. Hier ist ein Verwüster, eine typische Artillerieeinheit, darf, wenn sie sich nicht bewegt hat, 3 Felder weit feuern. Und das ist auch schon fast
der Sieg über die erste Stadt. Denn die ist so angeschlagen jetzt, dass ein Dragoner, das ist eine mehrfach aufgewehrte Panzereinheit, die mittlerweile schweben kann, ausreicht, um sie zu erobern. Ja, und nach einer Stadteroberung, was steht da an im Civilization-Kanon? Ja klar, die Entscheidung, Marionette vernichten oder annektieren. Annektieren kostet am meisten Gesundheit. Gesundheit ist quasi die Zufriedenheit aus Civilization. Aber ich hatte ja noch ein bisschen Reserve. Nur, warum darf ich jetzt für meine 3496 Goldstücke, hier Energie genannt, keine Kampfeinheit sofort kaufen dort? Weil das Kriegsrecht verhängt ist und ich mehrere Runden warten muss, bis ich da was bauen oder kaufen darf. Dann haben wir hier einen Satelliten des Gegners, einen Lasercom-Satelliten, der kann mich einerseits beschießen, andererseits braucht es den, um das Exodus-Tor offen zu halten, wenn er nicht noch mehr hat. Also ist das ein naheliegendes Angriffsziel für mich. Doch wenige Runden später entdecke ich bereits das Exodus-Tor der Panslaven. Da rechts glüht es vor sich hin und wenn ich das zerstöre, kann er keine weiteren Kolonisten mehr heranbeamen und mir im Sieg nicht gefährlich werden. Ja, und ihr seht, er wehrt sich, er greift an, er macht Gegenangriffe, der gute Russe. Aber das wird dem alles nichts nützen. Denn wiederum einige Runden später erobere ich das feindliche Exodus-Tor. Und jetzt müsste er es neu bauen, damit er weitere Kolonisten rüberbringen kann. Allerdings, ihr seht hier, es hat auf die Sieganzeige erstmal keinen Einfluss, was ich schade finde. Über Affinitätsrangzuwächse dürft ihr auch immer wieder eure Einheiten-Typen upgraden. Es gibt zwar nicht den aus Alpha Centauri bekannten Einheiten-Editor, aber ihr kommt doch auf eine ganz schöne Anzahl von möglichen Truppentypen, weil ihr zum Beispiel wie hier zwischen drei Versionen des Aegis euch entscheiden könnt. Und zwar, ihr seht es ja, abhängig von den Affinitätspunkten, die ihr habt. Und dann seht ihr auch einen von zwei Vorteilen jeweils. Für einen müsst ihr euch entscheiden und stellt euch so quasi eine ganz eigene Streitkraft zusammen. Übrigens, weil das ja eine fortgeschrittene Einheit ist und auch diese hier, gibt es dann nur einmal die Upgrade-Möglichkeit. Bei den Grundtypen gibt es insgesamt vier Upgrade-Möglichkeiten. So, jetzt schießen wir mal einen dieser Satelliten ab. Der ist jetzt direkt über uns, weswegen man ihn schwer sehen kann, auch wenn ich umschalte. Und hier fehlt irgendwie noch die Abschussanimation. Da kracht nichts zu Boden. Aber wenn ich jetzt wieder zurück in die Orbitalsicht gehe, seht ihr, der Satellit ist weg. Ja, und während der Krieg natürlich weitergeht, wobei ich diese Stadt zur Marionette machen werde, weil ich nur noch 10 Gesundheit habe und vor den Mali Angst habe, einer negativen Gesundheit. Während also der Krieg weitergeht, mache ich in der Heimat an meinem eigenen Spielsieg weiter und siedle fleißig Erdkolonisten an. Ja, General Koslo hat genug. Es ist auch nicht die allerbeste Truppen-KI, die ihm zur Verfügung steht, um es vorsichtig zu sagen. Mehr dazu im Test. Und hat mir eine Stadt noch geschenkt, wollte den Frieden haben. Ich habe aber eh nur noch eine Aufgabe, nämlich den letzten Erdsiedler anzusiedeln und das Spiel für mich zu entscheiden. Wie uns Civilization Beyond Earth jetzt tatsächlich gefallen hat, wie wir es bewerten, das lest ihr in Kürze auf gamersglobal.de im Testbericht. Ich habe hier die Quest Das gelobte Land abgeschlossen und sehe kein Video, mag an der Vorversion liegen, das steht dann auch im Testbericht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und nochmal der Hinweis auf unser Zusatzvideo, die ersten 100 Runden. Darin können sich Abonnenten und Einmalzahler in einer Art stark geschnittenem Let's Play die ersten 100 Spielrunden von mir kommentiert ansehen. Und ein Aspekt, den ich jetzt im Testvideo nicht so erwähnt habe, kommt da sehr klar rüber, nämlich die der Aliens. Die waren einfach schon längst tot in meiner Partie. Na, Kavita, wirst du dir das 100-Runden-Video anschauen, hä? As you will. Danke.